Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute eben zwei Gäste da haben, sowohl Silvia Vosser, die ich ganz herzlich begrüßen möchte, und Ken Bugul, natürlich die Hauptperson des Filmes, die wir auch hier haben. Ich will beide nur ganz kurz vorstellen. Silvia Vosser hat auch in den 80er Jahren sehr viel eigentlich sozusagen in einer unserer Partnerinstitutionen im Arsenalkino in Berlin gearbeitet und auch für das internationale Forum, nee, Forum des internationalen Films in Berlin. Sie hat beim Filmfestival in Locarno gearbeitet, in den 80er Jahren beides, und hat dann Anfang der 90er ihre eigene Produktionsfirma gegründet, Wacker Films. Und hat unter anderem auch Filme von Djibril Diop Mambéty produziert, von dem wir ja auch hier viele Filme gezeigt haben, Le Franc und Le Petit Vendeuse du Soleil. Und dies ist nun der erste Film, den sie selber auch, wo sie selber auch Regie geführt hat. Zu Ken Bogul, glaube ich, brauche ich jetzt nicht so groß vorzustellen, aber natürlich ein paar Worte, weil klar, wir werden im Film sehr viel über sie sehen, und es gibt morgen ja auch noch die Gelegenheit bei der Lesung in der Buchhandlung Weltenleser um 19 Uhr auch nochmal Texte von ihr zu hören. In dem Film kommt auch schon einiges vor. Sie ist im Senegal geboren, hat als eine der ersten in ihrer Familie, als erstes Mädchen, ist sie auf die Schule gegangen, ist dann nach Europa zum Studium gegangen, hat Sprach- und Kommunikationswissenschaften studiert, ist dann wieder in den 70er Jahren in den Senegal zurückgekehrt, hat 83 angefangen zu schreiben. Ihr erstes Buch, Die Nacht des Baobab, der auch hier im Unions Verlag erschienen ist, war gleich ein sehr großer Erfolg. Und sie hat dann, gut, hat nebenher auch noch sehr viel in Afrika unterwegs gewesen, in vielen Ländern, und hat sich auch viel für die Frauen eingesetzt, insbesondere so Erziehung und Weiterbildung von Frauen in vielen afrikanischen Ländern, und hat dann aber ab, ich glaube, ab 93 hat sie sich eigentlich nur noch dem Schreiben gewidmet. Und genau, ich will vielleicht noch zwei Bücher erwähnen, aus denen wir morgen auch noch kurze Texte hören werden. Das ist Rivain und Le Chemin des Sables von 1999 und Kakophonie, das ist das neueste von 2014. Und ja, soweit erstmal. Und wie gesagt, wir werden jetzt im Film noch einiges mehr über sie erfahren. Dann wünsche ich erst jetzt eine gute Projektion, und im Anschluss gibt es noch ein Gespräch. Comment ça? Oui. Non. Elle parle. Elle parle allemand. J'ai oublié. Gut, ich werde mal mit ein, zwei Fragen anfangen. Und zwar natürlich die erste Frage, die auf der Hand liegt. Wie habt ihr euch kennengelernt, und wie ist die Idee zu dem Film entstanden, also dass ihr gemeinsam einen Film dreht? Genau, oder am besten Tag. Guten Abend. Danke, dass Sie gekommen sind. Diese Geschichte mit Ken Bugul und mir, wie ich das bezeichne, hat vor über 30 Jahren angefangen, als ich ihr erstes Buch, Die Nacht des Baobab, gelesen habe, was mich sehr, sehr beeindruckt hat und mir irgendwie so eine Art neue Welt eröffnet hat von Problemen, die ich als Schweizerin damals wirklich nicht kannte, nicht damit konfrontiert worden war. Und ich habe dann die Jahre danach immer wieder mal geschaut, ja, gibt es jetzt ein neues Buch von dieser Ken Bugul, habe lange nichts mehr gesehen. Und später habe ich angefangen, in Senegal auch Filme zu produzieren, wie Natascha schon gesagt hat, mit Djibril Diop Mambéty. Und eines Tages war ich wieder mal im Senegal, um zu arbeiten, und da habe ich gesehen, Ken Bugul ist im Centre Culturel Français und stellt ihr neues Buch Rue Félix vor. Da bin ich dann schnell an diesen Abend gegangen, habe gedacht, also jetzt muss ich diese Frau endlich mal sehen und hören, und wollte auch unbedingt dieses neue Buch kaufen, was ich mit Mühe geschafft habe, weil ich habe das letzte Exemplar gekriegt.
das sie mir gewidmet hat. Und dann bin ich zurück auf die Insel Ngor, wo ich immer lebe, wenn ich in Dakar arbeite, und habe das Buch angefangen zu lesen. Und auf den ersten zwei Seiten steht da, handelt es sich um einen jungen Filmemacher mit dem Namen Jeep. Und selbstverständlich habe ich in Kürze herausgefunden, dass sie über Djibril Diop Mambety also schreibt, dass er die Hauptperson dieses neuen Romans ist. Ich habe dann irgendwie gedacht, dass eigentlich ist es nicht möglich, dass wir eigentlich was Gemeinsames haben und selber nicht kennen. Und habe dieses Buch dann fertig gelesen, und zwei Monate später hat der Zufall ergeben, dass wir beide an einem Filmfestival in Spanien, in Tarifa, eingeladen waren. Und da standen wir plötzlich im Eingang des Hotels voreinander und haben uns angeschaut und dann während des ganzen Festivals zusammen diskutiert über ihre Romane, über das Leben, über was man halt so spricht an einem Festival, wenn man zusammen ist. Am Ende dieses Festivals habe ich gedacht, man muss wirklich über Ken Bugul einen Film machen. Habe sie dann auch vorsichtig gefragt, ob sie allenfalls einverstanden wäre. Sie meinte, ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Man könnte mal gucken. Also sie blieb da so ein bisschen vage mit mir. Und ich habe versucht, jemanden zu finden, eine Regisseurin, einen Regisseur, die sich für Ken Bugul interessiert und vor allem, die so viel, ich möchte mal sagen, Begeisterung hat wie ich. Für diese Person, für diese Literatur vor allem, weil ich meine, damit hat ja alles angefangen. Und habe dann feststellen müssen, dass ich diese Person nicht gefunden habe. Und dann kam die große Entscheidung, irgendwie sage ich das jetzt, also mit einem Lachen im hohen Alter, habe ich dann gedacht, na, jetzt muss ich doch Regie führen, weil ich will, dass dieser Film existiert. Und habe dann Ken Bugul angefragt, ob sie auch einverstanden wäre, das mit mir zu machen, obwohl ich keine Ahnung von Regie hätte und das nie gemacht hätte. Und sie meinte dann, ja, das wäre schon okay so. Und so hat es dann angefangen. Genau, und dann bleiben wir doch gleich da sozusagen dran. Und der Film besteht ja einerseits aus den Texten und andererseits aus den Bildern. Und wie war dieses Zusammenspiel? Also habt ihr euch erst anhand der Texte orientiert und dann dazu sozusagen die Bilder gesucht? Oder vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dieser Machart des Filmes, also dem Zusammenspiel dieser beiden Faktoren sagen? Wenn man eben keine Erfahrung hat wie ich, also mit Drehbuch schreiben oder auch Drehbuch verfolgen für einen Dokumentarfilm, dann macht man das so, wie ich es gemacht habe. Die Bilder sind einfach Bilder, die ich mit Felix von Muralt gedreht habe, ein Freund, dem ich wirklich vertraue, ein großer Kameramann, der auch schon mit Djibril gearbeitet hatte und mehrmals in Senegal, Burkina gearbeitet hatte. Und wir sind dann am Anfang einfach ab und zu alleine los in die Stadt oder auf dem Land und haben gefilmt. Er hat gesagt, ja, das ist gut. Und ich habe gesagt, nee, das gefällt mir jetzt nicht. Und er hat es dann trotzdem gefilmt. Und manchmal habe ich was gewollt, weil er sagte, das ist echt nichts. Also das kannst du vergessen. Aber so haben wir gemeinsam also über die Bilder so gearbeitet. Und dann gab es mit Ken Bugul, haben wir eigentlich überhaupt nicht diskutiert, also vor allem ich, sondern wir haben uns jeden Tag zusammengesetzt. Abends habe ich gesagt, morgen möchte ich mal über dieses Thema reden. Also wie Sie vielleicht bemerkt haben, gibt es verschiedene Themen in diesem Film, die mich selber auch immer beschäftigen. Deswegen habe ich sie ausgewählt. Und abends haben wir dann gesagt, also morgen reden wir jetzt mal über dieses Thema. Aber wir haben das nicht konkret besprochen. Und dann haben wir gedreht und ich habe Fragen gestellt. Ken Bugul hat geantwortet. Und als ich dann nach Hause kam, also wir haben ja einmal in Benin gedreht und ein anderes Mal im Senegal, und als ich dann mit 15 Stunden Material also am Schneidetisch saß, habe ich gedacht, ja, was macht man jetzt? Man muss ja jetzt einen Film machen, und das war einigermaßen kompliziert, auszuwählen, welche Ausschnitte der Interviews, weil es natürlich ganz viele Sachen gibt, die sehr komplex sind. Und wenn man jetzt nicht alle Bücher von Ken Bugul gelesen hat, wenn man nicht auch historisch einen Hintergrund hat, dann ist es oft schwierig zu verstehen, worum es geht. Also habe ich versucht,
die Hauptthemen herauszuarbeiten und dementsprechend eben dann die Textstellen auszuwählen. Und die habe ich wirklich. Aber auch gemeinsam oder? Nee, das habe ich alles alleine. Ich habe nur einmal, also habe ich auch angefragt, ob ich die Texte auch ein bisschen, wie sagt man dem, also zusammenschneiden ist vielleicht nicht genau das richtige Wort, aber dass ich selber mir. Ich änderte keine Sätze ab, aber ich habe Sätze zusammengefügt, die nicht unbedingt im Original zusammen waren. Das hat Ken Vogel mir auch erlaubt. Und so habe ich dann einfach themenmäßig für mich rausgesucht, was ich wichtig fand und am Schluss des Filmes versucht, dass man das alles irgendwie zu einer, also Einheit eigentlich ja nicht, aber dass es thematisch irgendwie zusammenhält. Gibt es schon direkt Fragen aus dem Publikum? Sonst. Ich habe eine Frage zu dem Zug, der nicht mehr fuhr. Wo ist denn der Zug hingefahren? Wenn Sie im Film gesehen haben, da gab es so in diesem Eingang vom Bahnhof, wo eben nichts mehr funktioniert, weil es gibt wirklich keine Züge mehr, aber es gibt dieses alte Schild noch, wo steht Abfahrt, Dakar und all die Städte. Ja, den fand ich ganz süß. Nee, ich meine, aber das hört sich dann auf einmal so an, als ob da eine Abholung stattgefunden hätte der Frauen. Mais alors, moi j'avais cette impression. Es war der deporté les femmes. Gibt es teils Glaubensverfolgungen? Nein, das war also das. Das war nicht so. Da können wir ganz schnell auf die Frage antworten. Das müssen wir nicht so aufholen. Weil nee, das hat überhaupt nichts mit Islam oder was immer zu tun. Das hat immer damit zu tun, dass diese Regionen früher sehr belebt waren, dass es selbst, also alle Leute haben da auch produziert, Erdnüsse, alles, was es gibt. Die Züge fuhren jeden Tag regelmäßig auch in die Großstadt. Es gab einen großen Austausch von Waren, von Menschen, von Kultur und alles, was dazugehört. Und heute, wegen der Landflucht sind diese Dörfer sehr oft leer. Sie haben gesehen, es gibt immer noch Kinder, die da auch in die Schule gehen, aber eben, es gibt keine Züge mehr, also es gibt keinen Austausch mehr im Land selber. Und es ging mir nur darum, weil Ken Bugul hat ein Buch geschrieben, das heißt La Pièce d'Or, das es nicht auf Deutsch gibt, und darum geht es um die Landflucht, wo sie wirklich meisterhaft poetisch beschreibt, was Landflucht bedeutet. Was passiert in einem Dorf, wenn alle Leute langsam aber sicher in die Großstadt gehen? Und was passiert auch mit den Leuten, wenn sie dann in der Großstadt sind? Und ich wollte nur das zeigen, dass diese Bahnschienen, die nun überwachsen sind von Gras und allem, wo sie da alleine geht, es gibt nichts mehr. Es ist, wie sie geschrieben hat, das Leben ist jetzt tot. Und ich wollte nur darüber reden, dass es kein... Et pour moi, c'était tellement triste de voir cette. Et moi, j'avais l'impression. Nein, das war nicht. Gut, ich möchte aber dann, wenn es im Moment keine Fragen gibt, dann möchte ich gerne eine Frage an Ken Bugul stellen. Und zwar, genau, wir wissen, dass Ihr literarisches Werk ja sehr stark auch autobiografisches ist oder eben. Sich mit ihrem Leben auseinandersetzt. Wie war es für Sie jetzt plötzlich einen Film, also praktisch noch ein anderes Medium als die Bücher zu haben, das über ihr Leben spricht oder also ja nochmal ihr Leben aus einem anderen Medium betrachtet? Wie? Je sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Moi, j'ai trouvé que c'est bien le film qu'elle a, le documentaire qu'elle a fait sur moi, sur une partie de moi, parce qu'il y a encore tellement à faire, comme elle dit, il y a tellement d'autres choses complexes. Je ne veux pas rentrer dans ces dossiers, mais je crois que ce qu'elle avait tourné, c'est beaucoup de heures, 10 heures au moins. Ah, elle a 15 heures. 15 heures. Et dans les 15 heures-là, elle a seulement sorti une heure. Donc, ça veut dire qu'il y a encore
14 autres films qui restent. Donc c'est juste, donc, oui, pardon. Ja, also ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist ja schön, dass sie diesen Film gemacht hat, diesen Dokumentarfilm. Und sie hat ja insgesamt 15 Stunden Filmmaterial also 15 Stunden gedreht. Der Film ist eine Stunde lang. Also wenn man das jetzt mal so hochrechnet, dann gäbe es praktisch noch 14 weitere Filme, könnte man aus diesem Material machen. Oui, en plus, bon, c'est à un âge où j'avais vécu, parce que ça, c'est seulement en 2013. Mais auparavant, dans mes vies antérieures, même avant de commencer à écrire, quand j'étais jeune, belle et riche, j'avais l'habitude, de, quand j'étais jeune et bien belle, j'étais déjà un modèle dans les académies des beaux-arts à Bruxelles et à Paris. Je posais déjà pour les peintres, pour les étudiants dans les académies. Ensuite, j'étais dans les avec les photographes de mode, j'ai fait des photos de nu, donc j'ai l'habitude d'être dénudée. Donc c'est pour ça que même quand je me vois habillée, je trouve déjà que c'est déjà beaucoup mieux. Donc j'apprécie beaucoup et je trouve que c'est très très bien. Ja, und jetzt, wie gesagt, dieser Film ist ja nur ein Ausschnitt aus meinem Leben, also was ja in dem Film nicht vorkommt, als ich also noch schön jung und reich war. Und ich habe ja also wirklich in Europa in den Kunstakademien als Modell posiert. Ich habe als Fotomodell posiert und ja, und so in diesem Film kam ich mir zum Teil auch so ein bisschen entblößt vor, also ohne Hüllen, nackt. Oui, et ce qui m'a plu, parce que bon, il y a eu aussi des reportages que des chaînes de télévision avaient fait sur moi, qui avaient duré une heure avec TV5 Monde, etc. J'avais fait déjà j'ai fait l'objet de petits reportages, de reportages pour des télévisions qui m'avaient filmé en tant qu'écrivain, etc. Mais ce que j'ai aimé ici, c'est parce que ce n'est plus le personnage que j'étais en tant qu'écrivain ou peut-être il y a des gens qui ont lu mes livres, qui ont compris ou qui n'ont pas compris, qui aiment ou qui n'aiment pas. C'est parce que là, il y a même des choses que j'ai vécues ou dont j'ai parlé dans mes livres, mais dont j'ai réalisé la véracité, vraiment la véracité, c'est vraiment c'est ça que je m'en suis rendu compte dans le film. Plus encore, donc il y a un côté un peu émouvant que j'ai dans le film, que je ressens en regardant le film, que je n'avais pas ressenti même en écrivant des livres ou en vivant tout simplement. Donc ça, c'est déjà très, très important. Es ist ja so, also das ist jetzt, ich bin ja früher, gab es ja auch Autorenporträts fürs Fernsehen, also wo ich dann und meine Werke vorgestellt worden sind, größere oder kleinere Reportagen, aber was all dieses mit, oder die, was das von dem jetzigen Film unterscheidet, ist ja das, und das habe ich erst auch auf Anhieb gar nicht so wahrgenommen, ist ja doch so die Wahrhaftigkeit, die aus diesem Film spricht und auch ist aus dieser Auswahl von Text und Bild. Und das hat mich sehr berührt und das hat mir auch sehr gut gefallen. Donc, je la remercie pour sortir ces éléments. Mais en même temps, je lui en veux, parce qu'il y avait des choses que... parce que l'écriture me permet de régler des problèmes. Je me cache derrière l'écriture pour penser des plaies, parce que c'est comme ça qu'on parle d'écriture thérapeutique. Je me crée même des univers comme dans de l'autre côté du regard, parce que j'écris un livre sur ma mère qui est morte, donc je parle à quelqu'un qui est mort. Et dans ça, ma mère que je n'ai pas connue, avec qui je n'ai pas vécu, par un livre, je m'étais réapproprié ma mère dans la mort. Et là, j'étais tranquille, je me suis réapproprié ma mère
c'est uniquement par l'écriture, par un livre. Donc j'étais tout à fait bien à l'aise. Et tout d'un coup, mais je peux parler en anglais aussi. Et tout d'un coup, le film me rappelle encore. J'ai dit, mais moi, je croyais que je m'étais réapproprié ma mère. Mais en fait, c'était virtuel. C'était à travers l'écriture. Et là, le film me rappelle que tu ne l'as pas récupéré vraiment, que ta mère était partie quand tu avais 5 ans. Donc ça me... la dernière fois que j'ai vu ce film en projection, ce documentaire, c'était à Saint-Louis, une ville du Sénégal, à l'Institut français de Saint-Louis. Es geht ja also, ich habe an dem Film sehr wohl die kleinen Details gemocht. Gleichzeitig mache ich ihr auch so kleine Vorwürfe und dies vor allem in bezüglich meiner Mutter. Ich habe es ja schon vorher erwähnt, also für mich hat Schreiben auch therapeutische Funktionen, das dient dazu, also Wunden zu heilen. Und ich habe ja schon gesagt, also gerade was so meine Mutter anbelangt, da gibt es ja einiges zu heilen. Ich habe ja ein Buch über sie geschrieben, als sie schon tot war. Ich habe versucht, in diesem Roman mit ihr zu reden und ihr Dinge zu sagen, die ich ihr zu Lebzeiten nicht sagen konnte. Und dann sehe ich aber in diesem Film, und ich glaubte ja, dass also durch dieses mein Buch, was ich über die Mutter geschrieben habe, dass ich damit jetzt endgültig also so die Wunden verheilen, also dass sie da die Voraussetzung geschaffen hätte, dass sie verheilen könnten. Und dann sehe ich aber im Film, dass das alles nur virtuell war oder dass die Heilung noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie ich das erhofft habe. Und daran wurde ich durch den Film streckenweise wieder erinnert. Sie haben ja gesagt, 14 Stunden sind nicht wiedergegeben. Das sind sicherlich viele Gebiete oder Bereiche, die man hätte ansprechen können. Ist jetzt Kritik an dem Dorf oder Kritik an der Mutter. Aber etwas, was deutlich rauskam, war halt die Kritik an der Entwicklungshilfe. Und ist das in irgendeinem Ihrer Bücher, die in Französisch nur erschienen sind, stärker bearbeitet? Und was ist der Grund, es so deutlich herauszustellen? Les textes, ce sont des extraits de livres. Et là où je parle de l'aide au développement, c'est dans un livre qui s'appelle La pièce d'or. Also in dem Film gab es ja Auszüge, Ausschnitte aus ihren Texten. Und da, wo also die Entwicklungshilfe kritisiert wird, das ist vor allem der Roman La pièce d'or, das Goldstück. Parce que l'aide au développement, quand c'est avec les organisations... comme les Nations Unies, soit bilatérales ou multilatérales, ça doit passer par les gouvernements, même les banques, même la Banque mondiale qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, c'était pour l'aide au développement. Donc c'est une institution qui traite directement avec les États. Donc quand il y a l'aide, on traite avec les États. Mais comme nous savons la situation des dirigeants, donc l'aide est détournée. Il y a une corruption et ça n'arrive pas aux bénéficiaires. Ces 10 dernières années, la Banque mondiale essaie un peu de contourner la coopération avec les États et essaie un peu de s'appuyer sur le secteur privé et pour pouvoir passer par le privé pour toucher les bénéficiaires. Mais là aussi, c'est très compliqué, les circuits, etc. Parce que ces circuits intermédiaires aussi, eux aussi, ils prennent un peu de cet argent. Ils veulent aider les femmes directement. Mais le taux d'analphabétisme, etc. Donc maintenant, ces institutions essaient de passer par les associations de femmes, etc. Tout ça pour... contourner la coopération avec les États qui détournent
plus de 90% de l'aide au développement quand c'est dans le cadre d'une coopération bilatérale. Also man muss sich ja bei diesen ganzen Entwicklungshilfen einfach angucken, wer ist der Empfänger und wer gibt das. Also große Entwicklungshilfeorganisationen, also oder wenn man immer die Weltbank annimmt und die Vereinten Nationen, die arbeiten ja mit den jeweiligen Staaten zusammen und die sind sehr korrupt. Also und das führt dazu, dass das Geld nie dahin kommt, wo es eigentlich hinkommen sollte. In den letzten 10 Jahren hat man versucht, also dieses zu umgehen mit Finanzinstitutionen ist es auch nicht viel besser, also so Privatsektor, das geht und dieses und mittlerweile also versucht man also auch mit kleineren Organisationen also so zu versuchen, dass das direkt geht und nicht in irgendwelchen dunklen Kanälen verschwindet. Oui, parce que quand on a vu que l'aide au développement n'arrivait pas aux bénéficiaires, ça a donné l'idée aux gens de créer ce qu'on appelle les ONG. Je ne parle pas des ONG internationales, mais des ONG locales. Une ONG peut dire, oui, moi je vais aider les femmes dans les campagnes, je vais aider, etc. Que si vous me donnez l'argent, je vais, etc. Mais on a vu qu'avec ces ONG aussi, ça n'allait pas. Maintenant, les ONG qui viennent de l'extérieur, d'Allemagne, de France ou d'ailleurs, pour dire nous, les humanitaires ou bien des individus ou même des associations, de plus en plus, on voit des gens qui ont une association, qui vont directement en Afrique, ne s'adressent pas au gouvernement, ne passent pas par des ONG et essaient localement de contacter les gens au niveau local pour essayer de travailler avec les populations au niveau local. Tout ça, c'est pour contourner la, qu'il y ait moins de corruption, moins de détournement de l'aide, mais ça manque encore d'efficacité. Mais actuellement, c'est vraiment de l'aide directe, mais aussi il faut que l'aide réponde à des besoins. Parce que si on trouve dans mon village, on trouve que je ne suis pas bien logé ou que je ne mange pas bien, ce n'est pas ça le problème. C'est, moi, je connais mes problèmes. Je vais vous dire ce dont j'ai besoin et non qu'on me dise, qu'on me crée des besoins que je n'ai pas. Donc, il y a des petites corrections à apporter dans cette forme d'aide directe. Mais passer par les États, passer par des ONG locales, en général, si vous êtes dans ce système-là, ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment aller directement vers les groupes cibles, les populations qu'on veut aider, identifier leurs besoins, mais c'est eux-mêmes qui vont dire ce dont ils ont besoin, et puis les aider avec les ressources et les matériaux dont ils disposent. Parce que par exemple, dans un de mes villages, on a amené une machine. Oui, also es ist so, nach den, also, wo man ja gemerkt hat, dass mit der staatlichen Hilfe oder mit den großen Institutionen, das klappt nicht, dann kamen also die Nichtregierungsorganisationen, sind auf den Plan getreten, das hat zum Teil auch nicht funktioniert, dann auch so die ganze humanitäre Hilfe lässt auch zu wünschen übrig und was ich festgestellt habe und ich gehe dabei also von meinem Dorf aus. Und dann ist es so, wenn man wirklich, also die direkt, also wenn jetzt von Europa welche, ja, nehmen wir als Beispiel mein Dorf halt kommen und die reden dann mit den Leuten und gehen dann auch von den Bedürfnissen der Leute aus und fragen, ja, also wo braucht man, also braucht es Nahrung, braucht es dieses oder jenes halt, dann kann man direkte Hilfe in die Wege leiten und immer von den Bedürfnissen der Leute ausgehend und nicht so von außen kommen mit guten, frommen Wünschen und dann denken, ja, ja, die könnten dieses und jenes brauchen, aber dann so über den Kopf der Leute hinweg das Ganze organisieren, das funktioniert nicht. Sie haben sehr, sehr ausführlich in Ihrem Film beschrieben, dans le film. Ja, so. Diese Sehnsucht, die Sie gespürt haben, bevor Sie weggegangen sind aus Ihrem Heimatland, das war sehr, sehr, sehr schön und sehr intensiv beschrieben. Und dann gleichzeitig haben Sie auch sehr, mit sehr intensiven Bildern auch Ihre Rückkehr und Ihre Erfahrung beschrieben und auch dieses vielleicht nicht sich mehr verstanden fühlen von der eigenen Gemeinde oder von zu Hause.
Können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, wie ging es Ihnen dann, als Sie in Europa waren? Wie sind Sie vielleicht auch mit dieser, ja, vielleicht Zwiegespaltenheit, dieser inneren, wenn man einerseits den Wunsch hatte, wegzugehen und gleichzeitig findet man auch nicht das, was man vielleicht auch sucht in Europa. Können Sie erzählen ein bisschen von Ihren Erfahrungen in Europa, wie es Ihnen ging? Tout ce qui ressort du film, ça c'est pas moi qui ai fait le film, c'est elle. C'est pas moi qui ai fait. Mais de ce qui ressort de à travers les livres, à travers mes livres, parce que mes premiers livres, Le Baobafou, j'ai pas écrit ça parce que j'étais écrivain. Moi, je suis pas encore un écrivain, mais je veux devenir un écrivain. Donc, j'avais écrit Le Baobafou. J'avais commencé à écrire parce que j'avais des choses que je voulais dire et personne ne voulait m'écouter. Parce que j'étais rejetée, parce que quand j'étais revenue de l'Europe, j'étais pas partie en Europe comme une immigrée. Économique ou etc. Moi j'étais dans, mais il y a longtemps, hein, c'était dans les années 70. On était plutôt des un peu hippies, un peu voyager, partager. Et mais moi j'avais un passé colonial, d'assimilé, d'aliéné, que j'ai dit j'avais choisi moi-même. Parce que je voulais vraiment venir en Europe. Pour moi c'était la terre promise, c'était le pays où, de mes ancêtres, entre guillemets, où je pouvais être valorisée, où je pouvais... Parce que déjà, avant de venir en Europe, j'étais marginalisée déjà chez moi parce que je suis la seule femme dans ma famille à aller à l'école. En plus, j'étais la dernière. Le fait d'aller à l'école, ça a déjà été une rupture avec une famille. Also es ist ja so, dass mit meiner Europareise, also da kann ich, erstens mal spielt ja da meine Erfahrung, also ich bin ja durch die Kolonialschule gegangen und das war ja auch, liegt ja auch schon weit zurück in den 70er Jahren. Wir waren damals auch so ein bisschen Hippie, wollten die Welt kennenlernen und dann aber, bevor ich mich dann so marginalisiert gefühlt habe in Europa, muss ich ja sagen, also in meinem Dorf fing das ja schon an, also ich war das erste Mädchen, das überhaupt diese aus dem Dorf, das auf die Kolonialschule gehen konnte und ja, so. Mais c'est quand je suis venue en Europe me disant ici, je connais la culture, je connais la poésie, je connais, j'ai appris que ça, je connais que ça. Ici au moins je vais être bien. Et c'est là qu'on me dit, ah non, 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 non. Vous n'êtes pas d'ici, chez vous, c'est là-bas. Je dis quoi, mais c'est chez moi ici. Et donc là, ce n'est plus une rupture, c'est vraiment un choc, un traumatisme. Parce que là où moi je pensais que... on avait les mêmes pensées, les mêmes émotions, on était sensibles au même paysage, à l'opéra, à l'art, vraiment à la culture, etc. Là, tout d'un coup, là, on me dit non, 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 vous n'êtes pas d'ici, chez vous, c'est là-bas. Et tout d'un coup, je dis quoi? C'est vrai que je suis noire. Moi, je ne savais pas que j'étais noire. C'est quand les Blancs m'ont dit que j'étais noire que je m'en suis rendu compte. Donc ça, c'était le traumatisme. Et à partir de là, la descente aux enfers a commencé en Europe. Ja, es ist ja so, ich bin nach Europa, also hatte den Kopf voller Poesie, Romane und dachte jetzt also hier, ich treffe so oder lande in so einem Ambiente, wo Kunst und Kultur gedeihen und geschätzt werden und wo ich als Gleichwertige akzeptiert werden. Aber und das war dann wirklich ein tiefer Schock und es hat auch wirklich, es war so ein Abstieg in die Hölle, dass die dann gesagt haben, nee, 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 also du gehörst ja nicht hierher, also du kommst auch von dort und dort gehörst du auch hin. Und ich habe in Europa, ich habe mich vorher nie als Schwarze wahrgenommen, als Schwarze gefühlt und das ist erst in Europa passiert. Donc quand moi j'étais dans cette descente aux enfers, il y avait plusieurs facteurs, mais c'était le questionnement identitaire. Mais les années 70, quand je me trouvais en Europe, commençaient en Afrique les années de sécheresse terrible dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, une sécheresse qui avait duré plus de 7 ans. Et il y avait une forte
émigration économique. Des gens qui n'avaient plus, pouvaient plus travailler la terre parce que c'était la sécheresse. Il y a eu beaucoup d'immigrés. Et à l'époque, il y avait une plus grande libre circulation. Les gens n'avaient pas besoin de visa, par exemple, du Sénégal pour venir en France. Donc, il y a eu les Sénégalais, les Maliens, les gens de l'Afrique de l'Ouest touchés par la sécheresse qui étaient venus pour trouver du travail, balayer la rue. Et comme il n'y avait pas de problème de visa, quand ils balayaient la rue un an, avec ce qu'ils gagnaient quand ils rentraient, ah, c'était beaucoup d'argent et tout. Ils achetaient même des chapeaux haut de forme et tout. Et moi, qui étais en Europe, mais moi, c'était dans une autre démarche plus intellectuelle que ce n'était pas des problèmes économiques. Donc, quand j'ai quitté l'Europe dans mes problèmes de questionnement identitaire complètement affectés, parce que chez moi, je ne me sentais pas chez moi. D'abord, je n'avais pas ma mère. J'étais marginalisée parce que j'étais la seule femme dans ma famille à aller à l'école. Arrivée là, on me dit non, vous n'êtes pas d'ici. J'étais dans ça. Donc, quand je suis revenue, moi, je n'avais pas de l'argent, des valises. Alors qu'on disait, elle revient d'Europe, donc c'est Monte Cristo qui revient. Elle doit avoir des malles pleines d'argent et de bijoux. Et moi, j'étais venue moitié hippie avec ma chemise indienne, etc. Mon jean délavé, une boucle d'oreille ici, avec des questions d'identité dans la tête. On dit, elle est revenue d'Europe, qu'est-ce qu'elle a ramené? Elle n'a rien ramené. Et c'est de là que ma propre famille et les gens, tout le monde a commencé à me rejeter, qu'on ne peut pas revenir d'Europe sans rien, quoi. L'Europe, c'est là où il y a l'argent, c'est là où il faut... Donc, ça a coïncidé. Et c'est de là que j'ai été rejetée parce que je n'avais pas ramené de l'or et les belles choses. Also, ich war ja vielleicht auch noch nicht so die typische Auswanderin oder überhaupt die Europareisende, also es war Anfang der 70er Jahre und Anfang der 70er Jahre gab es in Westafrika und vor allem also in der Sahelregion große Dürre und Trockenheit, das hat dazu geführt und damals gab es noch keine Visumspflicht, also dass dann viele Malier, viele Senegalesen und also so Westafrikaner nach Paris gegangen oder nach Frankreich, nach Europa gegangen sind, dort also Straßenkehrer oder mit irgendwelchen Jobs überlebt haben. Damals konnte man also auch gut verdienen und die sind dann so nach einem, zwei Jahren sind die dann zurück, hatten dann auch Geld und sind dann also mit, haben diesem Bild entsprochen, dass wer nach Europa reist, also der kommt nicht mit leeren Händen zurück, sondern hat was vorzuweisen und im Gegensatz dazu und mir war es ja mehr auch so um künstlerisch-intellektuelle Dinge gelegen. Also ich hatte diese ganzen Identitätsprobleme im Kopf. Und als ich zurückkam, da hatte ich also keine vollen Koffer. Also ich trug ein paar ausgewaschene Jeans, hatte hier so ein paar Ohrringe und mein indisches Hippie-Hemd. Und dann haben die mich alle angeguckt und gesagt, ja, und du willst in Europa gewesen sein? Also wer aus Europa kommt, der hat also jetzt irgendwelche materiellen Güter mitzubringen und kommt nicht mit leeren Händen und Identitätsproblemen. Bon, mais il y avait pas que ce rejet entre guillemets économique. Il y avait aussi le rejet par rapport à moi-même parce que j'étais marginalisée parce que l'âge que j'avais, je devais avoir au moins 8 enfants déjà, être dans un ménage, être dans quelque chose. Et moi, ça ne m'intéressait pas d'être une femme mariée avec des gosses, des machins, et dans une maison et tout ça. Donc, on trouvait que c'était pas normal que je sois pas mariée, que je sois pas comme tout le monde, quoi. Donc, ça aussi, c'était que je sorte, que je vais où je veux, je fais ce que je veux. Ça aussi, ma manière de vivre aussi, je le reconnais, avait aussi dérangé des gens bien casés, bien rangés, se marier, faire des gosses, etc. Être comme un peu tout le monde, quoi. Surtout pour l'époque. Dans ces années-là, maintenant ça change de nos jours, mais à l'époque,
c'était comme ça, parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes chefs de famille, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de femmes, des mères célibataires. L'essentiel, si la femme, elle gagne, elle peut gagner sa vie, elle peut travailler, elle a des sources de revenus, elle peut, toutes les femmes en Afrique peuvent être comme moi, mais c'est parce que parfois elles n'ont pas les moyens, elles ne travaillent pas, elles ne sont pas des activités génératrices de revenus. C'est ça qui font qu'elles se marient. Ce n'est pas une question d'amour, hein, c'est une question d'être casée, logée, nourrie, blanchie. On se dit pourquoi pas après tout, et puis comme ça je m'entends avec ma société. Donc il ne faut pas penser que... Mais maintenant de plus en plus de femmes se prennent de plus en plus en charge en ce moment sur le continent africain, malgré les problèmes. Ja gut, damals, und wie gesagt, das waren also so die 70er Jahre, da war ich ja wirklich noch sowas wie ein Exotikum. Also in meinem Alter damals hätte ich also verheiratet sein müssen, Kinder haben können, also so ein ordentliches Mann natürlich und also so ein ordentliches und überschaubares Leben führen sollen, oder das war das, was von mir erwartet wurde, und da gab es wenig Platz oder gar keinen Platz für meine Freiheitsbestrebungen. Heute ist das anders, also heute können viele Frauen im Senegal so leben wie ich, also die haben also Beruf, sind berufstätig, sind oft auch, also ziehen die Kinder allein auf. Also all dieses ist möglich. Natürlich gibt es immer noch die Tendenz, also so zu heiraten und dann halt über den Mann vielleicht einen direkteren Weg zum Wohlstand zu haben. Aber diesbezüglich hat sich, wenn man so die letzten 50 Jahre sich mal anschaut, doch sehr viel verändert. Ich komme. Moment, da hinten war eine Wortmeldung. Ich mache es ganz kurz. Ich habe eine ganz konkrete Frage, die ganz schnell beantwortet ist. Die zweite Sprache, die im Film zu hören war, neben Französisch, war das Wolof? Ja. Damit ist meine Frage schon beantwortet. Au film, dans le film. Qu'on a parlé, c'est le Wolof. Ja, ich habe nur eine ganz kurze Frage. Sie haben, sprechen jetzt da von den Widerständen, gegen die Sie ankämpfen müssen, als Sie nach Hause gekommen sind. Und mich würde jetzt interessieren, ist es das Schreiben, was Ihnen geholfen hat, gegen diese Widerstände da zu bleiben und es aufzuarbeiten? Non, au début, j'ai écrit après avoir vécu les choses. Je pense que si je ne les avais pas vécues, je n'aurais pas pu les écrire, parce que moi, je n'avais pas un projet d'écrivain, ni d'écriture, ni d'écrire des livres. C'est parce qu'à un moment, le rejet était tel que je n'étais même plus acceptée dans les maisons, parce que tout le monde avait honte de moi dans ma famille, mes amis aussi, tout le monde disait « Oh là là, c'est une fille perdue, elle traîne, c'est une droguée, etc. Elle est malade, elle est folle. » On avait même dit que j'étais folle, qu'il fallait m'interner. Et après, je me suis retrouvée à la rue. Moi, j'ai vécu dans la rue pendant plus de 2 ans. Ça, déjà, c'est exceptionnel pour l'époque. Qu'on voit une fille d'une bonne famille, qui a fait quand même des études, etc., et qui vit dans la rue SDF. Même encore aujourd'hui, voir une SDF, une femme au Sénégal ou même en Afrique, c'est une personne normale. On peut être sans abri, mais moi, c'était SDF carrément, quoi. Je dormais dehors, je traînais, et j'ai fait ça pendant plus de 2 ans. Et donc, tout le monde disait, non, elle ne peut pas être SDF, c'est parce qu'elle est folle. Elle est malade. Alors que moi, c'était par... J'étais bien, hein? J'étais très bien dans la rue. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'aime la rue. Je suis toujours dans la rue. Parce que je trouve que c'est merveilleux. On a des amis, on rencontre des gens, et puis les nuits sont belles, etc. Bon, parfois, c'était un peu désagréable. J'avais des problèmes pour me laver. Et quand j'étais plus jeune ou que j'avais les règles, il faut quand même mettre des couches. C'était... Mais j'ai vécu comme ça, vraiment, dans la rue, pendant 2 ans et demi. C'est quand j'en pouvais plus que j'ai dit, comme je ne sais plus où je vais, je retourne d'où je viens.
et je suis retournée dans mes origines pour me retrouver. C'est à partir de ce moment-là que, déjà dans la rue, que j'ai commencé à écrire mon histoire. C'est comme si j'avais besoin de reprendre l'histoire depuis le début pour un peu comprendre et dans cette compréhension, me reconstruire, me fabriquer un autre personnage. Also es ist ja so, eigentlich hatte ich nicht vor, Schriftstellerin zu werden oder ich hatte so kein explizites Schreibprojekt. Allerdings war es so, als ich dann nach meiner Rückkehr wurde ich so abgelehnt. Viele haben sich auch meiner geschämt. Ich musste mir sogar anhören, wie welche gesagt haben, ja, die ist ja verrückt, die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und die hat keinen Mann. Also ich habe in keins, der, in weder ein, der, also in das, in die vorgefertigten Rollen habe ich nicht gepasst. Ich habe auch 2 Jahre auf der Straße gelebt, wie eine Obdachlose. Und das war zum Teil schon auch ein bisschen schwierig. Also es gab Hygieneprobleme, also gerade auch wenn man Menstruation gehabt hat. Also so all dieses. Und in schon während dieser 2 Jahre auf der Straße, da hatte ich manchmal das Gefühl, ja, ich müsste mich neu erschaffen. Und ich habe dann auch zum Teil schon seinerzeit geschrieben, aber so mit dem Schreiben, dass das so konkrete Formen angenommen hat, eigentlich erst nachdem ich so die Entscheidung getroffen habe, ich muss wieder zu meinen Ursprüngen zurück, also sprich zum Haus meiner Mutter, zu meinem Elternhaus und dann muss ich aus mir, also ich muss mich neu erschaffen. Mais quand je suis retournée, je disais, je sais pas où je vais, je retourne d'où je viens, que je vais retourner dans le village, quand je suis arrivée, c'était encore pire. Parce que quand je suis arrivée la nuit, ma mère, elle a mis du temps même pour m'ouvrir la porte pour que je rentre. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux. Mais je ne pouvais pas répondre parce que j'en pouvais plus. J'étais épuisée. Je ne savais plus. Je ne pouvais plus. Mais elle a hésité. Et le lendemain, j'étais dans une pièce là où la fenêtre fait comme ça là. Dans le documentaire, on voit une fenêtre qui s'ouvre. Ça, c'est la chambre où j'ai été, entre guillemets, séquestrée par ma mère. Parce qu'elle avait honte dans le village que les gens me voient, qu'on sache que je suis là. Parce que déjà, tout le Sénégal, tout le pays disait que j'étais revenue d'Europe, que je n'avais ni mari, ni enfant, ni travail, que j'étais droguée, que je vivais dans la rue, etc. Mais non, on a dit, non, c'est qu'elle est folle. Elle est folle. Et dans le village, les gens du village, ils étaient curieux pour me voir. Mais moi, j'étais séquestrée. Je sors le matin à 6 heures du matin pour aller à la toilette dehors, dans la cour, re-rentrer dans la chambre. On me mettait la nourriture devant la porte. J'ouvre, je prends la nourriture, la porte est fermée. J'étais séquestrée comme ça pendant presque... oh là là, ça fait 6 mois, dans une pièce, petite pièce, chaude, chaude, chaude. Et les gens dans le village disaient, elle est folle, il faut qu'on l'amène faire la soigner, parce que c'est l'esprit du blanc, parce que le diable, dans les villages en Afrique, le diable, il est blanc. C'est marrant, hein? Ici, on dit que le diable est noir, là-bas, ils disent que le diable est blanc. Que c'est l'esprit du diable qu'il a possédé. Donc si je n'avais pas eu de la chance, mais je serais déjà dans des rituels de dépossession. Alors là, c'était pour la vie, quoi. Ja, also, und dann die Rückkehr in das Dorf meiner Mutter, die war alles andere als einfach. Das fing ja schon an, als ich bin nachts dann gekommen und dann hat es erstmal gedauert, bis meine Mutter überhaupt mich wiedererkannt hat. Und im Film, da gab es ja dieses Zimmerchen,
wenn Sie sich noch dran erinnern. Und in dieses Zimmer wurde ich dann erstmal weggeschlossen. Das heißt, also ich durfte morgens um 6 Uhr durfte ich aufstehen, zur Toilette gehen, dann wieder in dieses Zimmer zurück. Das Essen wurde mir dann vor die Tür gestellt. Aber ansonsten, wie gesagt, ich war da so wie eine Weggeschlossene in diesem Zimmer. Und das ganze Dorf war natürlich fürchterlich neugierig und wollte wissen. Aber so das größte Gerücht, das war dahingehend, ja, also die hat jetzt wirklich den Verstand verloren und der Geist der Weisen hat ihr den Verstand geraubt. Und diese Zeit, das hat etwa so 6 Monate gedauert. Dans tout ça, moi, j'étais pas folle. J'étais même pas malheureuse, même à la limite. Tout ça, c'est parce que j'avais été à l'école, j'avais connaissé beaucoup de choses, j'avais lu beaucoup de choses, je connaissais énormément de choses, j'avais énormément voyagé, je connaissais beaucoup de choses. Et c'est pour ça que l'acquisition de la connaissance, du savoir, s'ouvrir au monde, se cultiver et s'ouvrir, parce que le mouvement hippie m'a permis de m'ouvrir au monde, en plus de l'intérêt que j'avais pour les arts, pour la culture, etc. Et puis à l'époque, nous les hippies, malgré tout ce qu'on pense, on pense qu'on fumait seulement de la marijuana, mais on était des gens très spirituels. Il y avait la spiritualité, etc., un mode de vie, une philosophie de vie que les gens négligent toujours pour ceux qui ne connaissent pas bien les hippies. Donc toute cette culture, toutes ces connaissances, tout ce savoir, c'est pour ça que je suis toujours à la recherche de la connaissance, de découvrir, parce que c'est un bagage tellement important, ça rend tellement libre et ça rend presque heureux. Ja, und natürlich war ich nicht verrückt. Ganz im Gegenteil. Ich kann sogar sagen, ich kann auch nicht mal sagen, dass ich unglücklich in dieser Zeit gewesen wäre. Man muss sich ja einfach noch mal vor Augen halten. Also ich war ja im weitesten Sinne ein Hippie. Mir ging's, war auch sehr kunstinteressiert und überhaupt an Wissen interessiert, an Erfahrung interessiert. Ich war weit und viel gereist und dieses alles hat mir ja auch eine innere Freiheit gegeben, die für mich so wichtig war. Also heute qualifiziert man ja die Hippies so ein bisschen ab und so mit leichter Missachtung, Misstrauen. Aber es war ein großer Reichtum. Ja, und diese vor allem die Öffnung auf die Welt hin. Dann muss es doch in Ihrem Leben nochmal also einen ganz großen Aufbruch gegeben haben. Denn am Anfang, als Sie über den Film gesprochen haben, da haben Sie gesagt, der Film zeigt mich ja nicht, wie ich jung, reich und schön war, sondern halt eigentlich so wie jetzt. Und über diesen Aufbruch, wie sind Sie dann? Sie sind immer noch sehr, sehr schön. Und finde ich schon. Aber ich wollte halt, jetzt sind Sie halt in die, soweit ich das jetzt gehört habe, sind Sie ja in dieser Phase in diesem Dorf, was wirklich ganz schön traurig auch ist. Aber wie ging das dann, dieser Aufbruch? Und haben, also stellen wir vor, es war in Paris und haben Sie in dieser Zeit auch geschrieben. Aber was ist einfach passiert, dass es so war, geworden ist, dass Sie so gestrahlt haben, als Sie drüber gesprochen haben? Non, parce que c'était bien, j'ai bien vécu. Non, mais j'ai d'abord vécu en Belgique pendant 3 ans, et c'est après que je suis allée vivre à Paris. Donc la vie en Belgique, c'était correspondant donc au début du mouvement hippie à l'époque. Et après 3 ans, je suis retournée au Sénégal très très rapidement, et je suis revenue vivre en France, mais autrement, différemment. C'était déjà certains hippies étaient déjà récupérés, gentiment récupérés quoi. On s'est un peu embourgeoisé,
pendant quelque temps. Donc c'était quand même une vie à Paris. Déjà, j'avais fait l'expérience de la Belgique, j'avais déjà réglé un peu les questions identitaires par rapport à mes origines. Parce que quand je suis retournée, je me suis reconstituée en disant, bon, maintenant je sais que je suis originaire d'Afrique, que je suis une Africaine, etc. Et là, ça m'avait soulagée, cet aspect-là. Et donc, je suis revenue vivre en France autre chose, mais qui s'est mal terminée. Parce que dans mon embourgeoisement, mais en même temps, c'était un embourgeoisement qui était dû à ma condition de femme, parce que j'étais encore jeune et belle, et on avait exploité cette jeunesse et ça, et inconsciemment, je ne m'étais pas rendu compte qu'être une femme était encore... Ein autres questionnement identitaire. ja, es war ja so, also so die wilden Hippie-Jahre, die waren in Belgien. Ich habe 3 Jahre in Belgien gelebt, bin dann kurz wieder in den Senegal zurück, um mich dann in Paris niederzulassen. Ich habe mich dann auch so etwas verbürgerlicht, habe so ein regelmäßiges Leben geführt. Und dann... Über diese Erfahrung in Frankreich habe ich mir dann auch zum ersten Mal die Frage gestellt, was bedeutet es, Frau zu sein, also was ich ja vorher nicht hatte. Und überhaupt war diese Pariser Zeit, also da hatte ich auch so meine Identitätsfragen schon etwas mehr geklärt. Ich wusste, ich bin Afrikanerin, komme aus dem Senegal und lebe jetzt in Paris. Und generell waren ja dann die Hippies auch schon wieder etwas, also man hat so die Speerspitzen genommen, die waren auch schon wieder etwas mehr eingemeindet und nicht mehr so rebellisch. Ja, hallo, guten Abend. Also ich wollte erstmal mich bedanken und ich schätze sehr Ihre Arbeit und die ganzen Bücher, die Sie bis jetzt veröffentlicht haben. Und ich habe, also sage ich mal, großes Glück, Sie heute zu sehen. Und ich habe viele Ihrer Bücher auch von der Schule gelernt. Und meine kurze Frage ist, was war überhaupt Ihre Grund, zurück nach Dakar einfach zu gehen? Je suis retournée au Sénégal parce que j'y ai connu une fin dramatique, douloureuse. Donc tout à l'heure, quand je parlais de questionnement, le questionnement maintenant sur l'identité par rapport à la condition de femme, parce que j'étais une jeune femme bien branchée, cultivée, moderne, etc., très Saint-Germain-des-Prés, vraiment caviar au petit-déjeuner, machin, vraiment bourgeoise, quoi. Mais c'est dans cette bourgeoisie, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais manipulée, utilisée par un homme bourgeois, donc de Saint-Germain-des-Prés. Et je ne me rendais pas compte, moi j'étais bien, etc. Et puis de plus en plus, en me manipulant, il me possédait, je devenais son objet, enfin ça fait l'objet d'un livre, c'est Cendre et Braise. Je devenais son objet, je ne pouvais exister que pour lui, par lui, je n'avais même pas le droit de faire ceci, de fréquenter tel, etc. Et c'était un Français, un bourgeois français, une famille bourgeoise du 7e arrondissement, là. Et il me possédait de plus en plus. Je ne m'en rendais pas compte et je devenais son objet. Je ne m'en rendais pas compte. Et puis quand j'ai commencé à étouffer, il est devenu très, très violent. Et moi aussi, j'étais quand même... j'avais des idées, j'avais ma quête de liberté, d'individu, etc. Et la violence est arrivée à un terme où il a appelé la police pour me faire enfermer à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne à Paris. Ja, mein
Weggang aus Frankreich, der war also tragisch und dramatisch. Ich war ja in Paris und ich habe wirklich so das, was man das Leben der Gauche Divine geführt, also Saint-Germain-des-Prés, morgens Kaviar, also so an Materiellem hat es mir wirklich an nichts gemangelt. Allerdings hatte ich einen ziemlich pathologischen Ehemann, der also auch sehr besitzergreifend war, der mich immer mehr so zum Objekt degradierte, der über alles, also was ich so trieb, das letzte Wort haben wollte, der entscheiden wollte, der gesagt hat, ja, also da darfst du, also mit denen kannst du dich treffen, mit denen wiederum nicht. Und das Ganze hat also in einem wirklich grässlichen Gewaltakt geendet. Er erklärte mich ja für geistesgestört und hat mich dann in die Psychiatrie von Saint-Anne einweisen lassen. Oui, mais ça m'a permis, parce que bon, je me suis révoltée, il n'a pas accepté, parce qu'il avait fait de moi un objet, et à un moment, je me suis dit, mais... Et quand je me suis révoltée, il m'a fait enfermer, mais bon, je n'avais rien, c'est parce que je me suis révoltée. C'était déjà dans mes gènes, la rébellion, donc... Mais je me suis quand même laissée manipuler, objetiser pendant des années, hein. Je m'y complaisais aussi, hein, faut que je l'admette. Hein. Et quand je me suis révoltée, quand il m'a fait enfermer, le lendemain, il est venu en pleurant, « Oh, je suis fou !» Donc c'est lui qu'il fallait enfermer. Et je suis partie, j'ai quitté, mes amis m'ont dit, « Mais c'est un fou, c'est un malade !» et tout. Et je suis retournée au Sénégal, dans ce choc, dans ce traumatisme, et j'arrive... Et on me rejette dans ma famille, donc et je me suis retrouvée finalement à la rue. Ce n'est plus mes caviars et le champagne au petit déjeuner, c'était vraiment vivre dans la rue, quoi. Also, das war so, also ich war nur zwei Tage in der Psychiatrie. Am nächsten Morgen ist also auch mein Mann schon weinend angekommen und hat gesagt, ich bin verrückt, ja, eigentlich hätte man ihn den ja einsperren müssen. Und in mir war aber so der Widerspruchsgeist, der Geist der Rebellion immer schon sehr groß gewesen. Also es wurde auch sehr schnell klar, dass ich nicht verrückt bin. Und ich habe aber dann, und meine Freunde haben auch gesagt, nee, ist nicht. Und ich habe aber dann so in einem Akt der Verzweiflung alles in Frankreich hingeschmissen. Und ich muss dazu sagen, ich habe dieses Leben oder diese zunehmende Objekt, also wo ich dann vom Subjekt zum Objekt wurde, ja auch eine ganze Weile lang mitgespielt. Und als ich aber dann wieder im Senegal war, da war ja wieder so die Ablehnung, die Zurückweisung. Und ja, statt Kaviar zum Frühstück und das Leben der Gauche Divine hatte ich, ja, bin ich dann auf der Straße gelandet. De toute façon, tout ce que je dis là, je le dis très mal, mais je l'ai très bien écrit. Et ça n'était plus mon problème, c'était le problème de toutes les femmes. Et au-delà de toutes les femmes, c'était le problème de tous les êtres humains. Donc je ne peux pas bien les dire, parce que j'ai eu du mal toujours à dire les choses. C'est pour ça que j'écris. Mais je n'écris pas seulement pour me reconstruire, parce qu'à travers moi, c'est toutes les femmes que j'ai rencontrées aussi dans les mêmes conditions, même à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne, où il y avait des Européennes qui étaient enfermées, qui n'avaient rien, qui n'étaient pas malades, mais qu'on a traînées là-bas, etc. Donc c'est vraiment des problèmes traités à travers mon histoire, mais c'est l'histoire de tout le monde, et tout est dans les livres. Et mieux dit,
Ja, ich möchte noch mal sagen, also dass ich kann das alles nur sehr schlecht und bruchstückhaft erzählen am besten. Also und deswegen schreibe ich ja auch. Ich hab das wunderbar in meinen Büchern ausgedrückt und kann das dort auch viel viel besser zur Sprache bringen. Und es ist ja nicht nur so, dass ich also jetzt so mein Leben vor den anderen ausbreiten wollte. Über das Schreiben ist mir ja auch bewusst geworden, es geht ja nicht nur mir so, es geht an vielen Frauen so, und ich schreibe ja auch über und für Frauen. Und in dieser Psychiatrie St. Anne habe ich viele andere Frauen getroffen, die also beileibe nicht verrückt waren, die aber trotzdem dort gelandet sind, weil sie in irgendeiner Art und Weise sich nicht konform erklärten. Ja, ich glaube, und dieser eine Roman, der heißt, der ist nicht ins Deutsche übersetzt, wo sie ihre Pariser Zeit beschrieben hat, der heißt Sandre Prez. Ja, ist nicht ins Deutsche übersetzt. Okay, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, weil zum einen haben wir morgen auch noch die Lesung, wo es die Möglichkeit gibt, eben noch ein paar Texte auch aus anderen Büchern zu hören. Und wir haben draußen noch einen Büchertisch, wo zum einen das deutsche Buch, aber auch noch ein paar von den französischen Büchern ausliegen. Und es gibt noch die Möglichkeit, das Buch auch signieren zu lassen, wenn Sie sich für eins entscheiden. Gut, dann nochmal herzlich danke fürs Kommen und... Dankeschön.